zeige ich euch mal die Einrichtung. So, hier ist das Wohnzimmer. Klein, aber fein. Fernseher. Das ist der Teddy von meinem Sohn. Also wie gesagt, wir essen auch nur hier. Mehr machen wir auch nicht. Bin erst vom Einkaufen wiedergekommen. Das da, hier unten sind noch das Navi, Laptop, DS liegt hier noch alles ein bisschen versteckt. Also unsere Kaffeemaschine steht hier. Ich habe sie mitgenommen. So, Spülmaschine haben wir. Dann ein gut gefüllter Kühlschrank, den wir gefüllt haben. Hier ist das Bad. Ja, auch nichts mehr bewegen, da ist ganz wenig Platz auch nur. Dusche läuft auch ein bisschen unten aus, deswegen habe ich da unten Handtuch liegen. Aber Föhn ist da, das ist mal ganz gut, habe ich mich vergessen mitzunehmen. So, hier ist das Zimmer von meinem großen Sohn. Auch nur ganz klein, also wie gesagt, ich habe hier kaum Platz drin. Da ist ein kleiner Schrank. Kann euch mal zeigen, wie der aussieht. Nämlich so. Ihr seht, ist da auch nichts drin. Ich zeige euch gleich mal, wo die Sachen sind. Aber so im Ganzen ist das auch schon gewesen, das Zimmer auch. Gut. So, für meinen Kleinen sieht auch nicht besser aus. Eigentlich genauso. Ich schläft der Kinder, schläft nur er. Wie ja vorher mein Sam, ne? Und sein Schrank sieht genauso mickrig aus. Aber die Sachen sind woanders. Die sind im Wohnzimmer. Da ist nämlich ein großer Schrank, den zeige ich euch gleich nochmal. So. Und im Schlafzimmer waren erst die Betten getrennt gewesen. Wir haben sie dann zusammengeschoben. Genau. Deswegen liegt eine Lücke hier. Weiß nicht mehr. Und das ist eigentlich unser, ja, Schrank. Aber na gut, ne? So. Hallo. So, der Schrank ist nämlich hier. Wie man sieht, wenn man ins Wohnzimmer reinkommt, dann sieht man so.
Wir gehen heute zum Baboon City. Das ist ein Indoor-Spielplatz. Und wir werden mal sehen, wie es dort ist. Bis gleich.